So könnt ihr die Arena aufsuchen, die leicht außerhalb der Stadt liegt und über einen Knüppeldamm, einen breiten Bohlendamm dann zu betreten ist. Ja, da müsst ihr euch auch nicht weiter umsehen. Der Weg führt dann durch das morastige Land zur Arena hin. An der Landwirtschaft ist hier nicht zu denken. Das tiefe Senken steht hier schillerndes Wasser, was so ein bisschen leicht ölig glitzert. Denkst du auch noch zurück an die Dämonenarchen und das Unwasser? Hat es ja schon gehört, dass die Plagenbringer hier einige Monate lag, um hier repariert zu werden, was auch schon wohl lange her ist, aber das Land hat sich davon nicht erholt. Mitten im Sumpf erhebt sich ein gewaltiges Bauwerk. Die Arena steht auf einem dunklen Fundament, aus dem große metallene Rohre ragen und in den sumpfigen Wasserflächen versinken. Durch helle Malereien ist es ansehnlich gemacht worden. Eine Freitreppe führt hinauf in die 5 Schritt hohe Höhe, wo sich das Oval der Arena dann befindet. Das Bauwerk ist wohl im bosporanischen Stil gehalten und strahlt Alter und Prunk aus, auch wenn es nicht ganz 10 Jahre alt ist. Zwei Arkadenreihen werden von einem dritten massiven Stockwerk gekrönt und an dessen Außenfassade ringsum Schmuckbilder angebracht worden sind. Zu sehen ist die siebenstrahlige Dämonenkrone. Mal wieder Gladiatoren, Wagenrennen und der Kampf von Kraken und anderen Meeresungeheuern, die hier wohl Szenen aus der Vergangenheit gekürt haben. Die Arena besitzt zahlreiche Eingänge. Über ein Treppen- und ein Korridorsystem gelangt man dann relativ schnell an jeden Ort auf der Tribüne. Angesichts der Einwohnerzahl, Mendenas, ist die Arena viel zu groß, möchtest du meinen. Ein eindrucksvolles Aushängeschild der Stadt ist es allemal und wird wohl einiges gekostet haben, wenn man Xerans Gier einmal weglässt. Auf dem Fundament befinden sich ein großer Vorplatz, der die Arena vollständig umgibt, und zahlreiche hölzerne Buden und Stände ducken sich entlang der Außenmauer hin an den äußeren Rand. Und auch hier kannst du zahlreiche Saftverkäufer finden, Garküchen, Buchmacher. Ein riesiges Spektakel, möchte man meinen. Meinst du, sollen wir wetten, Goldhand? Ich wette nicht. Ich weiß. Wer wettet, setzt sein Gold aufs Spiel. Dann blicke ich mich etwas verstohlen um. Wir sind vermutlich dann bis dahin 2, 3 Schritte weitergegangen. Ich denke nicht, dass wir dafür gerade die Zeit haben. Geht um die Tarnung. Wenn du möchtest. Na gut. Warum nicht? Schauen wir mal nach. Dann treten wir auf den nächstbesten Buchmacher zu, der kein Gräume ist. Ja, du musst ein bisschen länger suchen. Hier sind tatsächlich eine ganze Menge Gräume anwesend, aber nach einiger Zeit kannst du jemanden finden, der in einer kleinen Holzbude sitzt und da dann wohl auch die aktuellen Kämpfe ausgeschildert hat. Was euch auffällt, ist, dass es tatsächlich aktuell keine Menschenkämpfe gibt, sondern nur Kreaturen und Ungeheuer, die hier gegeneinander antreten sollen. Da stelle ich Vielleicht mich ein vor. bisschen merkwürdig. Ich stelle mich mit verschränkten Armen vor die Tafel, einen Ausschlag, den er zweifelsohne hat, und studiere mal kurz Ja, die während Quoten. du. Irgendwas besonders Interessantes, also irgendwas Großes, Exotisches? Säbelzahntiger, Haie, Krakenmolche, abgerichtete Delfine, die hier wohl auch gegeneinander kämpfen können. Also vor allem viele Wasserkreaturen. Während du das Ganze studierst, hast du das Ganze nur halb überflogen, siehst du auch, wie er sich erhebt, deinen goldenen Hand gemustert hat und sich dann in die Hände reibt. Ah, schön, schön, dass ihr hier seid, mein Herr. Ah, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ah, ihr könnt hier bei mir alles bekommen. Ich kann auch zu den anderen Leuten gehen und euch etwas Saft bringen oder so. Wollt ihr euch setzen? Er kramt so ein bisschen und holt dann so seinen eigenen Schemelstuhl hervor und bringt ihn dann auf die andere Seite. Setzt euch, setzt euch. Ich lasse mich tatsächlich darauf nieder. Alles, sagt ihr, ja? Nun, habt ihr auch einen Kampf, der nicht sterbenslangweilig ist? Was meint ihr damit? Die sind alle unglaublich interessant. Schreckliche Bestien. Die Menagerie ist voll. Es gibt unzählige Räume und Zellen und Gänge und unter der Arena und Sumpfmonster. Alles. Eine riesige Mischung. Wir können euch alles bieten. Ein richtiges Spektakel. Erzählt doch mal von den faszinierendsten, von den spannendsten Kreaturen und verschwendet nicht unsere Zeit mit irgendwelchen Säbelzahntigern und Krakenmolchen. Nein. Nun ja, ich muss leider gestehen, dass es gab einen neuen Erlass von Jasmina von Darbonia, die Spiele und Spektakel aufgrund der Kriegslage nicht verboten hat, aber es gibt da eine Lücke, die wir nicht ganz füllen können. Und leider sind mendenische Schauspieler und Artisten nicht mehr auf der Bühne. Wir haben nur noch Ausländer, so nenne ich sie einfach mal. Nur sie sind vom Verbot nicht betroffen. Und naja, wir haben noch Ukus den Scharfstecher, wir haben Frenja die Torvaldsche Furie und El Massacario, von dem habt ihr sicherlich gehört. Tatsächlich nicht. Erzählt mir doch mehr von dem Mann. Südländer? Ja, er kommt aus Al Anfa.
Immer so faszinierend, diese Alanfahne. Er wurde direkt in der Alanfahnschen Arena ausgebildet. Er hat dort wohl gegen drei andere gewonnen. Also nacheinander, nicht gleichzeitig. Und man sagt, dass die Arena sehr gute Kämpfer hervorbringt. Und auch sehr gute Leibwachen, was das angeht. Ja, unsere natürlich auch. Aber wir sind natürlich auch, wenn ihr etwas anderes mögt, dann müsstet ihr heute Abend wiederkommen. Ich kann euch Karten für die Theatervorstellung geben. Wir haben noch viele Zuschauerplätze übrig. Also Bühnenbilder, dreidimensional und Dämonen, die auf die Bühne gebracht werden. Also natürlich keine echten, sondern Illusionen. Meistens werden auch Komödien gespielt, aber der Schluss ist immer überraschend. Welches Stück wird denn aufgespielt? Die wilde Jagd. Ah. Tatsächlich ein Klassiker mittlerweile, wie man ja sagen muss. Wobei ich annehme, dass Ian Mendena es sehr viel anders ausgelegt wird als bei uns zu Hause, nicht wahr? Hm. Allein schon was Wo die... Wo kommt ihr denn her? Oh, aus dem fernen Norden. Aus dem fernen Norden? Ja, aus Glorianien, ja? Dies war die Implikation. Oder sehe ich für euch etwa aus wie ein bornischer Schläger? Nein, ich bin... Ich habe Verwandte in Pavi, müsst ihr wissen. Tatsächlich? Ja, ich hoffe, ja. Sie sind in einem, sagen wir, zukunftsträchtigen Geschäftszweig. Ansonsten könnte es sein, dass Sie mittlerweile schon an den Nadeln arbeiten. Er geht nochmal kurz hinter seinen Stand und holt dann zwei Karten hervor. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber links erst in 3 Tagen. Bitteschön, Duell unter den Wellen. Man möge es sich kaum ausdenken. Nun seht ihr, ich erhebe mich jetzt und nehme mit der goldenen Hand die Karten und kram irgendwie mit der anderen auch die einzelnen Diamanten hervor. Seht ihr, jetzt sprecht ihr meine Sprache. Das ist doch etwas Aufhebenderes als Säbelzahn, Tiger und Krakenmolche. Ich bitte euch. Nun, kann ich euch sonst eine Wette platzieren lassen? Wie gesagt, es gibt aktuell nicht viele Kämpfer. Wir brauchen mehr Ausländer. Aber ihr seid ja auch welche. Vielleicht könntet ihr euren Zwergen in den Ring schicken? Oh, bitte. Ich bin kein Kämpfer. Ich bin Juwelier. Achso, verzeiht. Ich hatte euch für einen Leibwächter oder so etwas gehalten. Aber jetzt verstehe ich auch, warum ihr nicht bei den Gräumen seid, wenn ihr einen Zwergen bei euch führt. Nun, wir hatten gehofft, dass die Gräume ein wenig handwerkstauglicher wären, als sie am Ende wirklich waren. Unnütze kleine Kreaturen. Habt ihr denn noch einen anderen Leibwächter bei euch? Ich bin mit einigen Gesellschaft unterwegs, aber ich versichere euch, jemand in meiner Branche tätig ist, kann auf sich selbst aufpassen. Wollt ihr gar selbst in den Ring steigen? Das wäre... Ihr braucht noch so etwas wie einen Rufnamen. Wenn mich eure Vorstellung nicht überzeugt, vielleicht. Aber vorerst bin ich für die Wetten hier. Sagen wir, wie stehen die Quoten auf den Südländer? Darf ich etwas vorschlagen? Allerdings unter der Hand. Lasst hören. Ihr platziert einen eurer Leibwachen, lasst ihn auf das erste Blut kämpfen. Hier sind alle Kämpfer auf das erste Blut, lasst euch da nicht verwundern. Und kämpft dann gegen, sagen wir, Hukus und Frenja, sodass jeder sieht, nach einem ausgezeichneten Schauspiel, wie gut euer Leibwächter ist. Und dann lasst ihr ihn gegen El Masacario verlieren, nachdem alle die Wetten auf euch platziert haben. Und ihr lasst ihn einfach verlieren. Abgesprochen. Unter der Hand. Und ihr platziert natürlich auf den Verlust eures Mannes. Natürlich. Und euer Anteil daran ist natürlich angemessen, was die Quote angeht, nicht wahr? Ich könnte es alles arrangieren. Ihr seid natürlich frei fremdländisch und habt keine Kontakte, aber ich kenne sie alle. Es klingt tatsächlich wie ein Geschäft, an dem wir beide profitieren könnten. Wann wäre der dann wenigstens beste Termin, zu dem ihr alles organisieren könnt? In einem Morgen. Morgen um 10. Hervorragend. Ich werde euch jemanden schicken. Wir brauchen noch einen guten Titel für denjenigen, den ihr schickt. Ein entsprechender Name, wisst ihr? Rufus, der Scharfstecher, Frenja, die Torvaldsche Furie oder El Masacario. Es muss wirklich ein Name sein, weiß ich nicht. Ich blicke mal auf Boltax hinab. Fällt euch etwas Gutes an? Oh, nun ja. Wir hätten da schon jemanden, der in dieser Arena einen wahrhaft. Der Schlechter von Pavi, was haltet ihr davon? Das nicht ist wahrheitsgetreu, aber klingend. Ja. Es gefällt mir, ja. Machen wir das so? Oh, ich freue mich.
Wir sollten vielleicht der blutige Schlechter von Pavi hinzufügen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Timbre zu verleihen. Er geht wieder hinter seinen Stand und schreibt sich das auf mit einem Kohlestift. Ich werde die Wetten arrangieren. Hervorragend. Aber zunächst einmal die Abendunterhaltung. Mein Geld ist auf jeden Fall auf dem Allanferne. Ja, und dann setze ich irgendwie noch eine Handvoll an Wetten auf El Massacario. Mhm. Derweil bei Iserun. Ja, ich glaube, ich bin inzwischen bis auf Rafim, der immer noch vor sich hinträumt, alleine dort. Aber ich hatte ja zum Beispiel Armeeakten mitbekommen, die auch, ja, gesiegelt waren. Die würde ich mir jetzt gern mal durchlesen und gucken, ob ich da noch irgendwie was herausfinden kann, was für die Schlacht bzw. den militärischen Konflikt mit Hafax nützlich ist. Und ich möchte mich auch selber mal daran machen, dieses Siegel selber zu kopieren und das zu perfektionieren. Also wahrscheinlich kriege ich das nicht so gut hin wie der Fälschermeister, aber ich möchte es zumindest mal üben. Ja, okay, kannst gerne mal eine Mal- und Zeichnenprobe in den Ring schmeißen. Und dann mit einer Kriegskunstprobe, gerne auch Strategie oder Logistik, das Ganze studieren, damit du dann dir einen Überblick darüber verschaffst, wie es in der Front aussieht und vor allem dann an der Flussmündung. Also das Zeichnen ist noch ausbaufähig, die Kriegskunst ist ganz ordentlich. Ja, du überfliegst das Ganze. Du siehst wohl, dass in der Baronie Maus schon seit längerem sich die Heere gegeneinander überstehen und es da einen alten Wehrturm gibt, den Xeran mittlerweile dann in Beschlag genommen hat. Auf der anderen Seite sitzt der Mafax, kommt so noch nicht über den Fluss, könnte das mit Gewalt erzwingen wohl, aber das würde ihn viel zu viel kosten. Du kannst sehen, wie wohl Schächte angelegt worden sind von den Sapeuren und Mineuren. Und Helmer Hafax hat wohl das Ganze erst einmal geködert, hat das also selber gemacht. Daraufhin haben das Xerans Leute kopiert und Helmer Hafax hat dann durch die Flussseite diese Schächte einfach mit Wasser volllaufen lassen, woraufhin viele der Leute ertrunken sind. Es wurde also noch nicht gekämpft, aber Xeran hat schon die ersten Verluste anheimgefallen. Anwesend sind selbstverständlich die unbesiegbare Legion von Jakmonit und die Magdalenata sowie einige Soldaten aus Mendena. Die Stadtwache ist natürlich auch noch hier und wird das Ganze eben überwachen. Die Leibgarde von Xeran ist auch hier. Das liegt nicht daran, dass Xeran da ist, sondern die bewachen vor allem das Haus, das Goldene Haus, was so ein bisschen als sein Leib klassifiziert wird. Den Vorsitz der Armee bzw. Xerans Gefolge hat Elgor Baron von Vikrad. Das ist der Prälatoberst der Schwerter von Borbarad. Und das ist dann derjenige, der die Strategie und Taktik dann eben vor Ort führt für Xeran. Der sitzt einfach nur hier und lässt das dann eben von ihm machen, weil der Elgor Baron von Vikrad wird das wohl besser können als er. Der sitzt jetzt in Mendena oder bei Xeran? Der sitzt bei Xeran. Xeran ist halt auch da, um das Ganze zu kontrollieren. Er hat wohl ein großes Portal geöffnet, ein Limbus-Portal, um seine Armee so schnell wie möglich in die Baronie Maus zu versetzen und hat dadurch eben dann noch diesen Gegenschlag von Helmer Hafax über den Fluss verhindert. Dir ist aus der Bobberat-Kampagne bekannt, beziehungsweise aus den Turbrien-Feldzügen, dass so etwas ganz gerne mal gemacht wird, vor allem von Lolgramot-Paktierern. Die schicken dann mit unglaublicher Geschwindigkeit unter wahrscheinlich Paktschlüssen ganze Armeeverbände von A nach B, was dann eben auch dazu geführt hat, dass Turbrien sehr, sehr schnell gefallen ist. Okay, und wissen wir ungefähr aus den Akten, wo dieses Portal steht? Das war ein kurzfristiges Portal. Ah, okay. Also mittlerweile, es wurde geöffnet, ist danach wieder geschlossen worden, die Armee ist übergesetzt und jetzt müsste man sich eben auf profanem Wege in die Baronie Maus begeben. Okay, und das war von Baronie Maus nach Mendena rein? Von Mendena in die Baronie Maus, da ist dann die Flusswacht. Die Brücke mit dem großen Turm.
Wie gesagt, die Gräben und die Sapen sind geflutet worden und Xeran hat die ersten Verluste eingestrichen. Gut, wie alt sind denn diese Berichte? 3 Tage alt. Mhm. Ja, ich merke mir das mal und begebe mich dann daran, dieses Siegel zu versuchen zu fälschen. Gut. Derweil bei Sulamin und Abelmir. Du wirst, wie gesagt, gemustert, durchdrungen und sie nickt dir dann spöttisch zu. Wie kommt das Oron, ja? Tasbiha bei Khalil Sabaul Daef. Grüße ich sie. Und auch wenn ihr Urtu der Media nicht so gut sein sollte, dürfte sie doch den Namen ihrer Herrin erkennen. Die eine und allein ist einzige. Ich habe mich kurz ablenken lassen von eurem reizvollen Angebot hier. Aber vielleicht ist das ganz gut, dass ihr direkt auf mich zukommt, Schwester. Ich hätte da ein Anliegen, das wir vielleicht nicht vor aller Ohren besprechen sollten. Habt ihr einen Moment? Selbstverständlich. Kommt mit. Und sie führt dich dann in dem Reihe-Tempel. Die sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Es gibt einige lokale Unterschiede. Führt sie dich dann in Richtung des vorderen Tempelbaus. Da gibt es eine Treppe, die nach oben und nach unten führt. Einmal in den Heizungskeller und einmal in das Obergeschoss, wo dann die privaten Räumlichkeiten vor allem der Priesterschaft liegen. Sowas wie ja, Sakristei, da wo dann eben Ritualgegenstände aufbewahrt werden. Sie geht die Treppe nach unten in den Heizungskeller, sodass du dann in einem sehr klimatisierten, warmen, feuchten Raum stehst. Und du hörst doch so ein bisschen dieses ja, gedämpfte Gestöhne von irgendwelchen Piraten und Frauen über dir und kannst dann dort alleine mit dir sein. Ich hätte Kurtan als meinem Leibwächter gewinkt, dass er mich begleiten soll. Ich wäre einen Schritt hinter ihr links. Gut. Ja, das scheint sie nicht zu stören und so steht ihr zu zweit, beziehungsweise zu dritt im Heizungskeller. Wie ihr bereits von mir erfahren habt, mein Ruf ist sicherlich zu euch durchgedrungen, als ihr euch in Richtung des Tempels gefragt habt. Ich bin Shaisina al-Khalil und die Hausherrin hier. Sehr erfreut. Perizet Sabadassaret. Ich war Tempelherrin in Oron. Aber nun ja. Wir wissen ja, was mit Oron geschehen ist. Ja, Arkos, Shah und die Helden. Ja, sehr bedauerlich. Mein Tempel lag in der Nähe von El Matrata, aber nun ja, die Rosenritter. Aber es war nicht das Ende. Das Ende zumindest nicht für mich. Und so bin ich nun hier. Nun, ich glaube, wie wir beide wissen, haben es eine ganze Menge der Priesterinnen geschafft. Ich komme übrigens aus der Nähe von Farukant. Ah, wie schön. Und wie ich hörte, konntet ihr auch ein wertvolles Artefakt unseres Kultes bergen. Oder zumindest gehe ich davon aus. Der Stern, das Sternkollier, die Tränen. Ja, ich habe bisher nur Gerüchte davon gehört. Aber nun, ich arbeite da an etwas und mir kam der Gedanke, dass dieses Collier, das ihr euer eigen nennt, mir bei dieser Sache sehr hilfreich sein könnte. Die Sache ist die, ich habe jemanden in der Stadt kennengelernt. Jemand Bedeutendes. Ich möchte ungern Namen nennen, aber es ist wirklich eine einmalige Chance, ihn zu unserer Herrin zu bekehren. Ich habe ihn sozusagen an der Angel, aber er zögert. Und ich weiß, wenn ich ihn jetzt verstöre, dann werde ich ihn verlieren. Er muss selbst den letzten Schritt gehen. Nun, das muss ein jeder tun. Oder eine jede. Nun,
Die Gerüchte widersprechen sich, was euer Artefakt nun tatsächlich tut. Aber meint ihr, es könnte ihn vielleicht ein wenig motivieren? Also die Anlagen sind klar, ganz klar vorhanden, aber wie gesagt, er zögert. Und ich suche gerade nach dem richtigen Ansatzpunkt. Dann würde ich euch einfach dazu raten, dass ihr genau das tut, was auch das Amulett tut, und zwar seine Nachteile ansprechen. Spielt mit seiner Grausamkeit oder mit seiner Brünstigkeit, mehrt einfach seine Ängste, am besten indem ihr auf seine Seele vordringt. Das sollte euch auch ohne das Sternkollier gelingen. Das habe ich versucht, aber mir wird die Zeit knapp. Er wird die Stadt schon morgen verlassen. Ihr versteht mein Dilemma. Ich gehe sehr davon aus, dass er wiederkommen wird. Aber nun, dann werde ich vermutlich nicht mehr in der Stadt sein. Nun, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, Schwester, aber verzeih, die Sterntränen sind ein bedeutendes Artefakt und ich gebe sie nicht einfach an eine dahergelaufene Uronierin. Und das soll nicht abfällig klingen, aber genau das bist du, eine dahergelaufene Uronierin. Oh, ihr habt euch hier zweifellos schön eingerichtet. Und ich war auch nicht davon ausgegangen, dass ihr das Artefakt so einfach hergebt. Aber nun, bei dieser Sache springt durchaus auch für euch etwas heraus. Wie gesagt, ich werde nicht in der Stadt bleiben. Und sollte die Bekehrung gelingen, würde ich den Herrn an euch verweisen. Sehr schmeichelhaft, aber ich weiß natürlich, warum du den Namen nicht nennst. Aber was nützt mir eine Person, die ich nicht kenne und die höchstwahrscheinlich dann bei mir in einem oder zwei Tagen auftaucht, von dem ich nicht weiß, wie kräftig oder mächtig er oder sie ist? Das scheint mir doch jetzt sehr an den Haaren herbeigezogen zu sein. Nun, möglicherweise habt ihr Gerüchte gehört. Es handelt sich um einen Alanfana. Ihr wisst, von wem ich rede. Er war vor einigen Jahren schon einmal hier. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Es gibt eine ganze Menge Alanfana hier. Die suchen mich allerdings nicht auf. Nun, mehr kann ich euch nun wirklich nicht mitteilen. Aber ist das nicht so, dass ihr die Kräfte des Colliers auch ausgewählten Kunden zur Verfügung stellt? Ist das am Ende nur eine Frage des Preises? Betonung liegt auf ausgewählt. Ich hole das Collier sicherlich nicht aus dem Panzerschrank für jede x-beliebige Person oder zu jeder Orgie, denn es ist wie gesagt ein einzigartiges Objekt unserer Kirche. Ähnlich wie der Schleier, würde ich sagen. Daher, nein. Es gibt Personen, denen ich dieses Angebot mache, aber ich muss sie dafür kennen. Würdet ihr in Erwägung ziehen, mich zusammen mit dem Artefakt zu begleiten und die Sache selbst in die Hand zu nehmen? Wie gesagt, bringt diese Person einfach am besten zu mir. Ich lerne sie kennen und danach kann ich immer noch entscheiden, ob ich das Collier aus dem Panzerschrank hole oder nicht. Die eine und einzige wartet nicht. Sie bittet nicht. Seid ihr zu Willen oder macht das mit ihr persönlich aus? Und wer seid ihr, dass ihr meint, den Willen einer Göttin zu erkennen? Ich möchte sie bedrohen mit diesen Worten. Okay. Überzeugen, bedrohen. Bedrohen ist tatsächlich eine Spezialisierung für Überreden, genau. Ja, okay. Überreden. Oh. So, jetzt Selbstbeherrschung, Krit, komm. Na, schauen wir mal, was ihr dagegen würfelt. In welchem Kreis seid ihr? Verzeiht, ich habe keins eurer Paktmale gesehen. Ich frage nur,
weil ich mir nicht sicher bin, wie mächtig ihr seid. Ich kann es euch zeigen. Die eine und einzige hat mir eine Gabe verliehen. Lust durch Schmerz. Mit jedem Kreis, den ich aufgestiegen bin, ist es schwieriger zu kontrollieren geworden. Aber das ist nicht so schlimm. Ich kann damit leben. Und ich würde sie berühren. Ja, du legst ihr die Hand auf die Schultern. Und sie zuckt weg. Knurrt dich an. Das ist kein Paktmal. Das ist nur schmerzhaft. Die Paktmale schaut, unseresgleichen sind vielgestaltig. Sie schaut funkelnd zu Avelmir. Zieht ihre Peitsche. Ich habe meine Hand am Säbel und warte nur auf ein Zeichen meiner Herren. Es mag sein, dass du kräftig bist, aber ohne einen Beweis. Du bist der Herr gelaufen, kommst aus Oron und du magst mächtig sein. Und du magst es dir verdienen, diese Sternentränen. Mag sein, dass du aus Oron kommst und dort zahllose Brutalitäten begangen hast. Ich habe euch ein großzügiges Angebot gemacht. Und dies ist eure letzte Chance, es anzunehmen.